Ja, liebe Freunde, ihr seht richtig, hier überall auf der Map habe ich ganz schön viele Fragezeichen hier freigeschaltet. Umso schöner für uns, denn hier beginnt wieder unsere Episode bei Let's Play The Witcher 3, 20.36 Uhr. Es ist abends, unsere neue Friese steht, ein Pferdeschwanz, wie wir sie in Ochsenfurt, ja, von einem Berber machen lassen haben. Und natürlich schön glatt rasiert. Und wir werden so schön ein bisschen auf die Jagd gehen. Mal sehen, wer alles so, vor allem uns, noch so in die Quere kommen wird. Denn hier, oh, hier ist ein versteckter Schatz. Na, das gefällt mir natürlich. Na, umso schöner für uns, denn ich habe vor... Hey, was ist das für ein Viech? Ein versteckter Schatz. Wo ist das Viech? Nix da. Verrecke. Du Milchschnitte. Na, das gefällt mir, denn wir sind wieder auf Monsterjagd, wie eh und je. Oh, wir haben eine neue Quest bekommen. Ein professioneller Ungeheuer-Töter. Und wir befinden uns immer noch... Oh, wir brauchen hier einen Schlüssel. Wir befinden uns immer noch hier so schön im Niemandslande. Der hatte gerade einen Schlüssel. Ich glaube, dieser Schlüssel ist hier für unsere Truhe. Tatsächlich. 22 Kronen. Dann haben wir noch einen Jägerstiefel bekommen. Das kann ich mir hier mal ganz kurz nochmal angucken. Was eh und je passen muss. Na gut, nicht alles ist so schön, wie es hier aussieht. Nee, brauchen wir nicht. Alles ein bisschen überflüssig. Aber wir machen jetzt weiter. Ich freue mich auf jeden Fall bei diesem Spiel, so vieles gemeinsam mit euch zu tun. Denn ganz ehrlich, das Spiel hat so viele Facetten, so viele Seiten des Spieles habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. So viele Züge, die man nicht bei jedem Spiel sieht. Und ganz ehrlich, da muss ich gleich natürlich mein Pferd hier holen. Plötze, eines der geilsten Pferde, die es überhaupt gibt hier in diesem Spiel. Ein Pferd, was immer einem folgt. Und was auch Geralt natürlich immer sehr oft zu sagen pflegt. Einfach mal ein Plötze sein, der ein Plötze tut, was man immer sagt. Und hier... Sehe ich gleich wieder. Ich glaube, hier sind wieder Ghule, oder was soll das sein? Noch ein bewachter Schatz. Oh, ein bisschen Schatzsuche hier. Ein Ghul, Level 13. Oh, Backe. Das könnte problematisch werden. Ich muss aufpassen. Ein Bratapfel gegessen. Nix da, ausgewichen. Oh Mann. Okay, der macht viel Damage, sehr viel Damage. Ich muss höllisch aufpassen. Der ist ziemlich gut. Shit. Oh Mann. Okay, das wird wohl nichts. Wir müssen abhauen. Und wir sind gestorben. Das gibt's nicht. Der war zu stark. Der war ziemlich stark. Und ich sage ja das ja auch immer wieder. Wir sind einfach zu low level. Die Viecher sind hier Level 14 oder sowas. Da frage ich mich immer wieder. Hallo? Wie soll ich die bitte alle besiegen? Das ist immer so eine Frage hier. Weil Level 14 ist schon ziemlich hoch. Unsere Rüstung reicht ja nicht ganz vollkommen. Bei diesen Gegnern. Ja, die Monster sind schon ziemlich spezifisch eingestellt. Das ist ja auch ein bisschen so, je nach Areal eben, unterschiedlich. Das ist schon krass, oder? Das heißt, dass wir dann gleich woanders hingehen müssen. Und ich weiß auch wohin. Oh Mann. Müssen wir jetzt wieder da nach hinten? Das könnte gut sein. Ein bewachter Schatz. Ja, okay, den holen wir uns eben noch. Nix da. Nebling. Ah, der hat einen Double. Na, wo ist es? Da ist er. Der teleportiert sich jedes Mal. Wo bist du denn? Herr Kaspar. Kaspar, der Geist. Und umgebracht. Ja. Blödes Viech. Okay, jetzt aber alles mitnehmen hier. Muss ich ja tun. Hier gibt's sonst nichts mehr, oder? Doch, hier liegt noch einer. Blumen, neuer Quest, Pech. Können wir uns auch mal ganz kurz hier angucken. Oh Mann. Ja, ihr seht hier selber, hier sind ganz schön viele Nebenquests, aber ganz ehrlich... Freiwilliger Level 13, Level 44, Level 10.
Das ist einfach so viel Krähenfels. Ah, was ist das denn hier? Ein Pferderennen. Ja gut, wisst ihr, was wir machen? Wir werden auf jeden Fall nochmal zu dem Scheideweg gehen. Zu dem Galgenhügel, wo wir vorher waren. Wo wir eben das erste Mal die Niemandslande betreten haben. Okay. Einmal kurz die Map öffnen, selbstverständlich. Denn dieser Galgenhügel ist, soweit ich weiß, hier irgendwo. Das heißt, dieser Areal hier sollte einigermaßen machbar noch sein, hoffe ich zumindest. Ansonsten habe ich definitiv Probleme. Sehr viele Probleme, aber komm, reiten wir mal jetzt Richtung dahin. Vielleicht finden wir ja neue Dinge, neue spezifische Dinge. Könnte bestimmt interessant werden. Aber ich finde es cool, dass man jetzt hier eben auch so sehen kann, okay, ich bin noch nicht ganz gewachsen wegen meiner Persönlichkeitserfahrung hier bei diesem Game. Oh, was war das denn? Aha. Teufelsgrube. Eine Teufelsgrube. Hier waren wir schon mal. So ist gut. Das Problem ist hier, ich weiß nicht, welches Level die sind. Komm, das schauen wir uns mal ganz kurz hier an. Die Teufelsgrube, denn diese ist bewacht von Banditen. Die müssen da irgendwo unten sein. Wahnsinn. Und ich bin neugierig. Kommen wir hier ins Haus. Ist abgeschlossen. Zwergenschnaps. Das kann ja was werden. Okay. Level 9. Die können wir uns normalerweise holen. Normalerweise. Kein Problem. Nix da. Okay, das ist Nummer 1. Nummer 2 kommt jetzt. Ha, nicht getroffen, Spaß besoffen. Und tschüss. Banditen sind das. Verbrennt. Kommt davon. Ja, und die wissen nicht, dass ich hier mit einer Axt komme. Der Wahnsinnige mit einer Axt. Vielleicht gibt's hier Schätze. Wer weiß. Auf jeden Fall will ich das hier unbedingt klarstellen hier. Ein bisschen cleanen hier. Obwohl ich eigentlich nie der große Achievement Hunter bin oder war. Aber ich mag das hier, ganz ehrlich. Hier so ein bisschen alles erkunden, ein bisschen alle killen. Weil wer weiß, ich glaube, das gehört sogar so zu einer Quest. Das könnte natürlich auch sein. Hier gibt es unglaublich vieles, glaube ich. Aber ich bin glücklicherweise auch immer gut geskillt, einigermaßen immer aktuell up to date. Ich hab ja auch voll viel auf Igni geskillt. Der Typ ist jetzt unten, den holen wir uns gleich. Oh, da sind sie schon. Ja, ich glaube, dieses Areal passt zu uns. Nix da. Und nochmal auf die Rübe, auf die Nase. Sehr ergonomisch. So passt das. Sehr praktisch. Und da sind mehrere Freunde von uns. Hat's wehgetan. Das hätte ich euch lieber fragen sollen. Ja, will ich auch sagen. Autsch. Na, was ist los? Nix da. Ja, und die Axt, die ich momentan habe, meine aktuelle Axt, da muss man auch einfach sagen, ganz ehrlich, diese aktuelle Axt, die ich habe, die ist ziemlich gut. Die ist sogar stärker als irgend so ein Standardschwert, was die meisten hier natürlich auch im Game haben. Ich habe geguckt natürlich, ob das wirklich so ist. Und ja, die Axt ist einfach unglaublich stark. Ich zeige euch die jetzt mal ganz kurz nochmal, wenn ich schon darüber rede. Einen Moment. Da, das ist die Stahlwaffe. 56 bis 68 Damage. Das ist schon gut eigentlich, gegenüber den anderen herkömmlichen Waffen. Ziemlich gut, und das bewährt sich halt immer wieder, wenn ich hier einfach eine bessere Rüstung ausrüste. Und das ganz unabhängig davon, wie die Waffe jetzt wirklich aussieht. Aber hier geht's wohl tiefer. Hier wurden Leichen verbrannt. Wer das wohl tut? Interessant auf jeden Fall, die ganzen Päckchen hier. Gestohlene Waren, ganz sicher. Meistens sind hier halt eben Fläschchen drin, ne? Oh, Kavalierstiefel und so weiter und so fort. Das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir.
nehme ich alles mit. Hier sind die großen Schätze. Einfach mal auf dem Weg hier. Auch wenn es ein bisschen lapidar ist, wir haben eigentlich ganz viele andere Dinge, Quests zu tun, die wir machen sollten, müssten. Aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich das jetzt hier mache. Alkoholhest, oder wie das nochmal hieß, das Item. Gehärtetes Holz, Zwergenschnaps, die trinken hier auch unglaublich viel. Ja, aber das ist auch normal hier. Dass hier eben viel Alkohol getrunken wird, das ist halt eben hier so ein bisschen sehr traditionell veranlagt, genau wie Vesemir es tut. Ihr wisst ja, Vesemir ist ein Hexerfreund von uns, ein Hexermeister, der für uns wie ein Vater ist. Das sagt nämlich Geralt immer und immer wieder. Und das ist wohl eine Höhle. Eine Höhle. Okay, ich glaube, da können wir sogar rein, wenn wir, glaube ich, unsere Art nutzen. Shit. Wir können es nicht öffnen, oder? Komm schon. Schade. Nochmal. Geht nicht. Scheibenkleister. Na gut. Da gehen wir bestimmt ein anderes Mal dann rein. Und was ist hier unten? Kann man hier reinfallen? Nö. Ah, ich glaube, so eine Art Folter, oder? Wenn jemand mal getötet werden soll, wenn jemand irgendwie mal gefangen ist oder so. Aber cooler Ort, cooler Ort. Dann gehen wir mal schnell hier weg. Kurz Igni wieder ausrüsten. Meine Standard-Zauberausrüstung, die mag ich sowieso am meisten. Das mit dem Feuer, das sieht immer so stylisch aus. Aber schöne Atmosphäre hier. Sieht aus wie Isengard, oder? Isengard, wo eben Saruman, falls ihr euch mit Herr der Ringe auskennt, wo er die Orks hier quasi so ein bisschen gezüchtet hat. Das sieht so ein bisschen ähnlich aus. Soll jetzt kein Nachmacher oder sowas sein, das auf gar keinen Fall, aber hat sowas gewisses. Schweine gibt's hier. Aber solche Banditenlager gibt's so oder so genug hier bei The Witcher. Gerade auch aus dem Grunde, weil die meisten eben aus finanziellen Gründen eben gar nichts hier machen können. Sprich, nicht so viel Hab und Gut haben, nicht viel Geld haben, die Bank denen auch kein Geld gibt und somit eben auf die korrupte Art und Weise irgendwie natürlich ihr Geld machen wollen. Und das ist halt eben diese Sache dabei. Hier könnte ich normalerweise lesen, aber ich glaube, das ist einfach etwas, wo eben jemand gesucht wird. Brauchen wir also nicht zu machen. Das haben wir bestimmt schon mal gelesen. Jacke wie Hose. Da unten sind auf jeden Fall Gegner. Ah, das sieht interessant aus. Was machen die denn da? Sind das Ertrunkene? Ja, sehen so aus. Hier sind auf jeden Fall viele Gegner. Die werde ich mir jetzt aber erstmal nicht holen. Werde erstmal ganz kurz hier hochreiten in die Stadt, in das kleine Dorf. Ist ja keine Stadt eher. Und werde schauen, was für Quests hier so zu möglich gibt. Und am besten ist es natürlich auch, wenn ich auf tagsüber hier meditiere, denn es könnte sein, dass dann die Charaktere sich öffentlich so ein bisschen zeigen, was dann natürlich auch dazu führt, dass die Charaktere eben hier, ja, vielleicht Missionen oder sowas für uns haben. Und wir sind momentan Level 6. Okay. Sprach eine Alte zur anderen, sei mir ja nicht böse, ich schieb dir ein Rechen in die Möse. Dann wollen wir mal sehen. Warnung. In einsamen Wäldern sind Schreie weit zu hören und Schatten reichen weit. Meide also das finstere Unterholz, mein Kind, damit dich auch nichts Wildes frisst. Na gut, ein paar Fragezeichen, die wir jetzt bestimmt auch aufgedeckt haben, oder? Na. Hier gibt es auf jeden Fall vieles noch zu tun. Vieles zu entdecken. Hier auch gerade Taverne am Scheideweg. Ich glaube, hier ist noch ganz schön vieles. Genau wie hier, Heidelfelde. Hier ist auf jeden Fall noch richtig viel. Oh Mann. Hexer, hab Erbarmen. Gib uns nicht die Kinder weg. Ach Quatsch, ich doch nicht. Ja, die sind halt auch alle ein bisschen... Die meisten haben halt natürlich auch so sehr viele Vorurteile. Und jeder geht seinen Pflichten nach. Dann griffen beide Streitmächte an. Eine von jeder Seite. Ein wunderschöner Ort. Ein wunderschöner Ort. Und wir werden nochmal gucken. Denn hier, glaube ich, ist hier noch was. Ich weiß es nicht. Hier kann man so viel erkunden. Wir reiten mal einfach mal hier so ein bisschen
Querfeld ein und schaut mal, was wir so alles entdecken können. Weil ganz ehrlich, hier ist einfach sehr vieles. Und wir müssen ja auch ein bisschen leveln. Wir können nicht immer diese Hauptquest hier weitermachen. Das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ein wunderschöner Ort. Eine Landschaft mit vielen unbekannten Reisenden. Und da hinten ist eine Hütte. Verlassen. Hier ist gleich eine Aufgabe. Moment mal, da ist ein Wildhund. Nix da. Vorbei. Ich muss auch mal ganz kurz gucken, ob unser Inventar einigermaßen voll ist. Ach nee, das geht eigentlich. Ja, das geht. Aber wer ist hier und was ist hier? Ah, das klingt ein bisschen merkwürdig. Kommt raus, ich tue euch nichts. Wann hast du zuletzt was gegessen? Vor einer Woche. Ein halbes verkohltes Eichhörnchen und eine Handvoll Beeren. Na, da geben wir mal gleich etwas ab. Geld würde ich mal nicht unbedingt empfehlen hier. Und was ist mit dem kleinen Jungen da? Oder was ist mit den Eltern? Komm, wir fragen mal. Was macht ihr hier alleine? Wo sind eure Eltern? Die Schwarzen haben sie getötet. Aber manche von uns wurden auch so rausgeworfen. Zu viele Mäuler zu stopfen, hieß es. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Warte mal, denen müssen wir unbedingt was geben hier. Hier, teile es mit den anderen. Danke. Hier, für dich. Weil du nett bist. Ah, wir haben eine Puppe erhalten. Wofür wohl die Puppe ist. Aber schauen wir mal nach, was hier so alles verborgen ist. Hier waren sie also drin. Und draußen waren wilde Hunde. Sie waren gefangen quasi. Was ist denn hier so ein Becher? Brauchen wir aber nicht. Alles gewöhnliche Gegenstände, die wir normalerweise verkaufen können. Aber irgendwann denke ich mir auch immer so, ey, ganz ehrlich, das ist so überflüssig. Aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Gibt es hier... Jemand hat meine Puppe geklaut. Moment mal. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Gerösteter Hund? Da hatte aber jemand verdammten Hunger. Was ist denn hier los? Moment mal, die Kräuter nehme ich noch gleich. Da hat jemand gesagt, meine Puppe wurde geklaut und wir haben doch gerade eine Puppe geschenkt bekommen. Es ist alles ein bisschen kurios hier. Einen Moment mal. Ich hab Hunger. Alles Ende. Kaust du die oder mein schluckst Papa du die ganz Brot? Wow, deine nee. Augen, die sind wie die von meiner Katze. Hat ein Stück Brot bekommen. Ja, wir ähneln uns selbstverständlich auch einer Katze. Aber gut, dass wir denen hier geholfen haben. Finde ich aber richtig geil hier, dass man auch so Kindern unter anderem helfen kann. Hey. Weil die Dorfbewohner sind wirklich alle, wirklich, die haben alle Probleme. Und mit alle meine ich jetzt auch alle. Jeder hat eben verschiedene Probleme hier im Spiel. Und wir sind eben so quasi der Unhold in guter Person, der hier die ganzen Probleme fixt. Finde ich aber ganz schön cool. Obwohl wir natürlich auch unsere Hauptquest zu machen haben. So ist gut. Schauen wir mal ganz kurz nochmal auf die Weltkarte. Und da können wir selbstverständlich rüberreiten, das werde ich auch gleich machen. Hier gibt es unglaublich vieles hier. Hier könnte ich normalerweise mitten durch den Wald, aber da waren wir ja schon gerade. Aber reiten wir mal hier so durch und schauen mal hier so ein bisschen nach. Da gibt es bestimmt noch einiges. Ich werde hier auf jeden Fall nicht alles 100% spielen, aber so ein bisschen das meiste werde ich versuchen zu vollenden, zu praktizieren hier im Spiel, damit der ja euch nichts entgeht. Das ist natürlich auch wichtig, dass ich hier zum Beispiel auch die Ertrunkenen kille. Ein bisschen planschen. Und dann gehen wir los auf die Ertrunkenen. Hi. Verrecke. Vorbei. Mit eurer Anstalt hier, eure Anwesenheit hat hier nichts zu suchen. Solange ich hier bin. Denn diese Ertrunkenen können auch irgendwelche Bewohner hier angreifen. Das müssen wir einfach wissen. Das kennen wir ja auch von den Büchern, dass diese Ertrunkenen... Oh, hier ist jemand gestorben.
Und genau das ist der Beweis, was ich gerade sagen wollte. Hier waren wieder Blumen. Bestimmt wollte er seiner Frau die letzten Blumen geben, bevor er stirbt. Oder überhaupt seinen Traum des Lebens vielleicht gefunden. Trockenfisch. Jemand hat hier bestimmt irgendwie geangelt und dann sind die Ertrunkenen rausgekommen. Aber ist schon übel, dass diese Ertrunkenen auch unter Wasser sind. Der heißt ja nicht umsonst Ertrunkenen. Die greifen auch vor allem einen unter Wasser an. Ich weiß ja nicht, ob ihr das irgendwie festgestellt habt. Und da hinten höre ich auch noch was. Oh, ein paar Wildhunde. Ja, ja, mit der Axt geht alles. Mit der Axt geht alles. Der Wahnsinnige mit der Axt ist zurück. Ist ja fast schon hier wie ein Horrorfilm, oder? Ein Horrorfilm. Die Armen, die Armen, die Armen. Ja, und die Schwarzen sind ja auch eine Art Truppe von den Nilfgaardern. Sprich, das sind halt so eine Art Elite, die eben auch hier im Lande ihr Unwesen treiben. Und die Leute wollen es auch wirklich wissen, weil ganz ehrlich, die treiben hier wirklich ihre Eigenmacht und die Bewohner haben dadurch dann auch nichts mehr wirklich parat, um irgendwie glücklich noch zu leben oder sowas. Das ist immer so interessant. Mach langsam. So, und jetzt können wir hier nochmal auch ein bisschen weiter reinreiten. Ganz ehrlich, hier hinten ist auf jeden Fall noch ein Ort, den ich auf jeden Fall nochmal erkundigen sollte. Aber kurz hier mal in das Dorf. Gibt's hier irgendwas an der Anschlagstafel? Die er die Mädels aus Bella gebracht hat. Ich hab gehört, da hätte eine Echse ihr Nest gebaut. In diese Löcher würde ich nicht für Geld und gute Worte kriechen. Mikkel ist kein Idiot. Vielleicht hat er eine Möglichkeit gefunden. Okay, das haben wir auch schon mal. Wenn die Echse Geld spuckt. Damals in Novigrad. Na gut, na gut, na gut. Los, okay, los. Dann wollen wir mal sehen, was dort hinten am markierten Ort ist. Erforschen und probieren geht über Studieren, so sag ich es mir immer wieder. Komm schon. Oh, ein paar Wildhunde. Eins. Zwei. Autsch. Okay, 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 okay. Immer cool bleiben. Mist. Obacke, Obacke, Obacke. Und nochmal. Schön. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt aufzuheben, oder? Und mein Pferd hat auch nicht die größte Panik hier. Da war jetzt noch ein Wildhund, aber ganz ehrlich, den ignoriere ich jetzt. Hier unten ist was. Ein Zelt. Banditenlager. Hallo, Freunde. Nö. Das mache ich jetzt erstmal bei euch. Komm schon. Ich mache auch noch ein Lagerfeuer hier. Du Dreckshexer! Du bist ein Dreckshexer. Nix da. Die wissen wohl natürlich nicht, wer ich bin. Wirklich, die wissen nur, ach, Hexer? Komm, den Hexer können wir auf jeden Fall umbringen. Banditenlager, Welener Schwert, all so ein Krimskram. Und Leute, das ist wirklich so, die Schwerter sind einfach nur richtig schlecht. Ja, ja. Schön hier. Könnte ich jetzt auch mal eine Runde pennen hier? Kavalierschwert. Sag nicht, ich bin zu dick. Och man, ich sag jetzt zu dick hier schon. Ich bin überlastet. Überlastet. Kann ich hier nicht auch was wegwerfen? Komm, machen wir mal. Das habe ich mir schon fast gedacht hier. Kavalierstiefel. Kavalierhandschuhe. Ein Beil. Müssen wir natürlich noch alles verkaufen. Werde ich dann bestimmt in einer Off-Season bzw. in einer Off-Folge machen. Weil ich glaube, das möchtet ihr nicht so gerne sehen. Denke ich zumindest. Okay. Ich glaube, das ist okay so, oder? Yep. Wir können uns bewegen. So gefällt das mir. So ist. Nun gut, das war ein Banditenlager. Und was ist hier hinten? Da hinten ist auch noch gleich das Meer. Wir könnten normalerweise auch ein bisschen hier ein wenig über die Meere bzw. über den See. Komm schon. Ja, das ist interessant. Da waren jetzt Ertrunkene, die ignoriere ich. Oh, ein bewachter Schatz.
Ach du meine Güte. Level 15. Einen Moment, Freunde. Einen Moment. Bevor wir das machen, ihr kennt das ja. Davor müssen wir speichern. Und wenn ich es nicht schaffe, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Okay, dann wollen wir mal ans Werk gehen. Donner getrunken. Und weiter geht's. Autsch. Ich sehe nichts. Mist. Schlamm. Ein wenig Erkundung hier bei Let's Play The Witcher 3 und dieses Monster konnte ich nicht besiegen. Ich bin gestorben und wollte euch das nicht zeigen, weil mir das einfach ein bisschen peinlich war. Wir werden auf jeden Fall die nächsten Episoden definitiv ein bisschen mehr zu unserem Level angepasste Gegner suchen und ich denke, das macht viel mehr Sinn.